Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüß euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute mache ich mal, oder beziehungsweise ich richte jetzt gerade das hier für morgen, nicht heute, schön salzen, pfeffern und mit Schweinebratengewürz. Und das mache ich dann jetzt mal wieder auf meinen Ninja. Und dann lasse ich euch mal kurz dabei haben. Ich werde jetzt das erste Mal da so ein Stück Schweinebraten machen. Ja, was machen wir da dazu aus Soße? Da machen wir, wie man sagt, wir sagen in Bayern, ich weiß nicht, wie es anders gesagt wird, so eine falsche Soße dazu, sprich Backelsauce. Ne? Weil das ist wieder der Nachteil in der Heißluftfritteuse, dass man da drin eine Soße mag. Also ich habe das noch nicht rausgefunden, wie das gehen sollte. Aber das ist jetzt für mich auch kein Problem nicht. Hauptsache der Schweinebraten wird was und das andere ist mir wurscht. Was machen wir da noch dazu? Ich werde da bloß dazu machen, ein paar Nudeln, fertig. Das Fleisch habe ich jetzt schön mit meinem Meersalzgewürz schön eingerieben, unten und oben mit Pfeffer. Hier ist der Pfeffer, diesmal nicht aus der Mühle, sondern so. Das tue ich jetzt zurück wieder in eine Schüssel und lasse das bis morgen da so marinieren. Ich werde vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ein bisschen Paprika noch drüber tun, aber muss ich nicht unbedingt machen. Das sehe ich jetzt dann schon. Und dann morgen, wie gesagt, kommst du rein in die Heißluftfritteuse. Das sind jetzt so knappe 900 Gramm, werde ich auf 160, 170 Grad sagen, die so 50 Minuten auf Max Crisp oder Air Free, muss ich mal schauen, einstellen und dann auf der Heißluftfritteuse mal machen. Also dann bis morgen. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt 10.40 Uhr und mein Ninja Heißluftgerät da, sage ich jetzt einmal, habe ich jetzt einmal schon mal eingestellt auf 70 Minuten. Lassen jetzt 5 Minuten aufwärmen auf Roast. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das noch nicht rausgebracht. Ich werde aber hier, was das ihr jetzt seht, was ich da so mache, trotzdem da mal einen Schluck Wasser reintun. Ob ich das machen muss oder nicht, keine Ahnung. Ich tue es jetzt einmal trotzdem rein, weil wenn ich dann später das Fleisch hier rein tue, ich weiß nicht, ob das da recht, sagen wir mal, tropft oder so, nicht, dass dann so nach verstinktem Fett oder so ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen Schweinebraten darin gemacht. Jetzt lasse ich den noch mal gute 5 Minuten aufwärmen. Das hat mein lieber YouTuber gesagt, das sollte man machen. Naja, jetzt wärmen wir den nochmal auf 5 Minuten, 10 Minuten und dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich das Stück Fleisch reinlege. Jetzt ist es gleich soweit. 5 Minuten Aufwärmzeit oder Vorheizen ist jetzt vorbei gleich. In einer Minute. Bin ich, muss ich mal überlegen, ob ich das Fleisch mit der Krustenseite nach unten legen soll oder alles garen mit der Krustenseite nach oben. Aber wie gesagt, ich werde es mit der Krustenseite versuchen, mal nach unten. So, die Zeit ist jetzt vorbei, 5 Minuten sind rum. Ich mache jetzt hier auf, lege jetzt das einmal darüber.
das Wasser, wo da so. Sorry für die schlechte Kameraführung, ich habe da keinen da, der wo mir da beiseite steht. Hier ist das Fleisch. Jetzt lege ich es mal mit der Krustenseite nach unten rein. So, passt super rein, das ist knappes Kilo. Hände abputzen und dann gehen wir es weiter wieder rein. Und sie läuft wieder weiter. Also sie stoppt die Zeit schön und dann geht es gleich wieder weiter. So, nach der Hälfte der Zeit, und ich werde mal immer wieder mal zwischendurch mal reinschauen, aber nach der Hälfte der Zeit werde ich das Stück Fleisch wenden. Also sprich, dass die Krustenseite nach oben zeigt. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, muss ich wieder da aus dem Lichtstrahler da oben mir da weggehen. Lassen wir uns mal überraschen, was das wird. Bin auch ganz überrascht. Wie gesagt, habe ich das, glaube ich, schon mal angesprochen gehabt gestern, dass wir da so falsche Soße einfach da dazu machen. Da tun wir nicht recht rum. Wenn du das da wie hinter mir da in den Backofen machst, dann kannst du eine schöne Soße dazu machen, machst du da das schöne Suppengrün rein und machst du da das schöne Weindl-Soße dazu oder so. Aber das machen wir heute halt diesmal nicht. Muss ja nicht immer so sein. Wie gesagt, da nehme ich so Backelsoße her, rühre das ein und dann ein paar Handvoll Nudeln dazu und fertig. Mal schauen. Also dann, wir sehen uns später wieder, wenn die Hälfte der Zeit um ist. 40. Meine lieben YouTube-Freunde, jetzt schauen wir mal da rein. Es sind jetzt so circa 20 Minuten. Wow. Das Lichtverhältnis ist ein bisschen blöd da, aber schaut mal her, nach 20 Minuten, wie das schon ausschaut. Ja, bin schon sehr zufrieden damit. So, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt habe ich mal ungefähr die Hälfte der Zeit. Jetzt habe ich die Kamera ein bisschen anders eingestellt, damit ihr das sehen könnt. Seht ihr das, was das schon für eine schöne Farbe bekommen hat? Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. Jetzt drehe ich das Ganze mal um, dass die Kruste nach oben ist. Mal so einstellen. Schade, dass das nicht so bleibt. Aber es geht so auch. So, warten wir noch ein bisschen. Sorry, ich bin da gerade am Kämpfen. So schaut jetzt das aus. Das habe ich da schön eingeschnitten, das Fleisch vorher. Also die Haut da. Und jetzt tun wir es wieder rein. Und machen wir die letzten, ja, so circa 35 Minuten. Hoho, der Duft ist der Wahnsinn. Also echt warm, spitze. Habt ihr gesehen jetzt, wie das ausschaut? Jetzt war es nur die Hälfte der Zeit und dann habe ich mir das da notiert. Dann die letzten 5 Minuten noch umschalten, dann auf Max Crisp. Sag's euch einmal da schnell. Jetzt haben wir ja das andere, Roast und Max Crisp ist dann das da und dann sollte man dann auch nochmal 5 Minuten, damit wir eine schöne Krusten kriegen. Hoffen wir es. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hinter mir ist ja mein anderer Backofen mit Umluftheizung und alles. Das da oben ist der Dampfgarer. Da kriege ich ganz selten eine gute Krusten. Ich habe schon wirklich alles ausprobiert. Ich bin beim Verzweifeln. Jetzt schaue ich mal da, wie bei den Ninja ausschaut und dann, wie gesagt, schauen wir mal. Ich weiß selber noch nicht, ich habe das noch nie gemacht. Aber ich lasse mich überraschen und bin ganz guter Hoffnung. Liebe YouTube-Freunde, der Wahnsinn! Jetzt habe ich mal gleich auf die Freude, was ich habe, ein schönes Weißbier eingeschickt. Was ist das für ein Ding? Palana. Schneider war mir lieber gewesen, aber Palana Weiße auf euer Wohl. Weißbier. Ah, oh, war lauter Freude. Schaut mal her, jetzt habe ich noch circa nur 20 Minuten. Und dann tue ich die Kerntemperatur messen. Ich schalte mal schnell mal um. Machen wir mal da auf. Schaut mal her. Nach 20 Minuten habe ich. Ich mache mal bloß einmal so, ist aber noch nicht fertig.
hört ihr das? Aber wie gesagt, ich bin noch nicht einmal total fertig. Hä? Ist das was oder ist das was? Jetzt warte ich noch 10 Minuten. Dann werde ich da mal meine Kerntemperatur messen. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Na ja, gut, mit der falschen Soße ist schon ein bisschen blöd, aber was soll ich machen zu zweit, dass da Knochen aussetzen und aufbrühen und das und jenes, das geht schon mal. Ich will ja bloß einmal das ausprobieren, wie das da passt mit den Schweinebraten. Sauber! Jetzt habe ich noch gute 10 Minuten. Schauen wir mal das raus. Schaut mal her, meine lieben YouTube-Freunde. Kruspe, obwohl dass ich dann später noch Max Crisp eingibt. Hört ihr das? Sehr gut. Jetzt mache ich mal die Kerntemperaturmessung. Die soll ja zwischen 70 und 75 sein. Gehen wir mal da an der dicksten Stelle rein. Jetzt messe ich mal das schnell mal ab. Sich 71, schauen wir mal hier. An der dünnsten Stelle habe ich schon 80. So, das passt soweit. Schiebe ich das wieder zurück. Stell meine Ninja Heißluft, alles wieder so, auf 5 Minuten dann um auf Max Crisp. Max Crisp heute, ich habe das da aufgeschrieben. Und dann kriegen wir nochmal bessere Krusten, ich hoffe, in der Zwischenzeit. Warte mal. Weil ich bin ja Allrounder, hier machen wir Nudeln und hier links, da hilft mir jetzt meine Frau schnell, da tun wir dann die Sauce einrühren, also nichts Besonderes. Wie gesagt, ich werde dann, wir werden uns dann später wieder sehen, wenn ich dann das Fleisch da aufschneide, dass ihr das seht und wenn der Teller dann angerichtet ist, weil sonst wird mir das da alles stressig. Also dann, ciao. Jetzt habe ich das Fleisch mal rausgetan, wie gesagt, nach 70 Minuten. Habe es jetzt ein bisschen ruhen lassen. So schaut es jetzt aus. Der Saft kommt auch schon. Schauen wir mal, dass ich ein bisschen näher hinhalten kann. Man sieht es, wie es hier saftig ist. Normalerweise gehört es nur ein bisschen mehr geruht. Ruhen lassen, so. Hört mal. Kruspe ist auch da. Also es ist wirklich super geworden. Jetzt schneide ich das Fleisch mal auf und dann richte ich den Teller an, dann hole ich euch nochmal dazu. Fleisch habe ich jetzt so aufgeschnitten. Und jetzt schalten wir mal um. Und dann nehme ich hier da ein Krusper-Häuschen. Man hört es. Einmal frei, anrichten, fertig. Jetzt habe ich da angerichtet, meine Frau isst schon. Und so schaut jetzt das aus. Ein paar Nudeln dazu. Mit selbstgemacht, also mit Fertigprodukt von der Soße, aber das geht auch mal. Und dann lassen wir es uns schmecken. Bis zum nächsten Mal, meine lieben YouTube-Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch wieder so einigermaßen gefallen. Bleibt gesund und pfiat euch, euer Albert.